der Schatz des Dorfes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 7 Auftrag des Königs. Ja, ich konnte den Dorfvorsteher überzeugen, dass er versucht, über Nacht 3000 Goldstücke zu organisieren. Ich soll morgen wiederkommen. Hoffentlich sind die Bauern bereit, mir das Geld zu geben. Tja, Luché, einmal werden wir noch wach. Dann ist Goldübergabetag. Yes. Ja, gut geschlafen? Jo, ich hab schon gut geschlafen. Schauen wir mal. Nichts zu frühstücken, das ist blöd. Jo. Dann gucken wir mal, was unser Dorfvorsteher jetzt so sagt. Habt ihr das Gold? Ja, wir haben es den Söldnern aus ihren Vorratslagern entwendet. Ach, und ich dachte, das Gold gehört euch Bauern. Gehört hat es früher dem Großbauern. Dann hatte ich es in Verwaltung und zuletzt haben es sich die Söldner unter den Nagel gerissen. Verstehe. Wo ist jetzt das Gold? Hier. Ich habe es dir in diese Beutel gepackt. Bitte versuch aber, das Gold zurückzubekommen. Wenn die Söldner mitbekommen, dass das Gold weg ist, werden sie uns dafür verantwortlich machen. Keine Sorge. Ich habe eine Idee. Ich sorge dafür, dass die Söldner glauben, dass die Korsaren das Gold gestohlen haben. Dann werden die Söldner sich mit den Korsaren anlegen und ihr werdet vielleicht beide los. Und wenn nicht, dann zumindest eine von den beiden Parteien. Das Ganze hat auch den Vorteil, dass ich euch nicht wieder das Gold zurückbeschaffen muss. Ich weiß nicht. Ist dein Plan nicht zu gefährlich? Was machen wir, wenn die Wahrheit herauskommt? Was sollen die Söldner denn großartig erfahren? Höchstens, dass ich das Gold den Korsaren gegeben habe. Und dann werden sie mich verdächtigen. Ihr aber seid fein raus. Innos gebe, dass du recht behältst. Aber na schön, probiere es. Ja, nochmal wegen dem Großbauern fragen. Mhm. Wie ist eigentlich der Großbauer ums Leben gekommen? Ui. Nun, er wurde getötet. Dann haben ihn wohl die Söldner umgebracht. Nein, sondern mein Sohn. Ui. Was? Dein Sohn hat ihn getötet? Ja, warum denn das? Hatten die beiden etwa miteinander Streit? Ja, den hatten sie. Der alte Großbauer war ein Tyrann, der uns alle ausgebeutet hatte. Mein Sohn hatte die Nase voll und wollte die Insel verlassen, um nach Korinis zu gehen. Der Großbauer wollte meinen Sohn daran hindern. Dabei ist der Bauer schließlich ums Leben gekommen. Ach, so war das. Und wo ist dein Sohn jetzt? Vielleicht auf Korinis, vielleicht auch anderswo. Ich weiß es nicht. Ich habe, seitdem er die Insel verlassen hat, nichts mehr von ihm gehört. Meine Frau und ich machen uns daher große Sorgen um ihn. Wäre doch zumindest sein Freund Alex mit ihm gegangen, dann wäre ich jetzt etwas beruhigter. Das tut mir leid. Ich hoffe für dich und deine Frau, dass es eurem Sohn gut geht und er irgendwann wieder zu euch zurückkommt. Ich danke dir, aber leider habe ich wenig Hoffnung. Das ist ja eine ergreifende Geschichte. Der verlorene Sohn macht sich Sorgen um seinen Sohn zur grünen. Ja. Was? Aber darüber kann ich ja noch mit ihm reden, wenn meine Mission hier erfüllt ist. Also werden wir den Sohn wiederkriegen. Okay, wir haben natürlich Säckchen mit Gold bekommen. Gucken wir uns das mal an. Das muss ja irgendwo. Moment mal, das ist ja. Ach, das sind ja noch meine Vorratsteile hier. Die lasse ich mal so. Aber wo sind denn jetzt die Säcke mit Gold? Hier. Schwerer Beutel. Sehr viel Gold. Hier steht nur schwerer Beutel. Sehr viel Gold. Dann werde ich mal Folgendes probieren. Vielleicht kann ich 6 Säckchen aufmachen. Werde aber erst das Spielchen mal speichern. Und na, wo sind sie denn? Da sind sie ja. Ne, kann ich nicht öffnen. Okay, dann werden wir mal wieder zurück. Ach, erstmal Alex einen Besuch abstatten. Das ist ja er hier. Aha. Kannst du mir sagen, warum Baromir verbannt wurde? Ach, das ist ja Kannst der Jäger. Kannst du mir sagen, warum Baromir verbannt wurde? Na, warum wohl? Weil er diesem Tyrannen Roche die Meinung gesagt hat, deshalb. Daraufhin hat Roche verkündet, dass jeder Bewohner nur so viel Waffen und Pfeile haben darf, wie viel er ihm erlaubt.
Da aber Baromir unser Jäger ist und deshalb sehr viele Pfeile benötigt, hat er sehr schnell dieses Gebot überschritten. Das war dann für Rosch der Grund, Baromir zum Dorf zu jagen. Aber wenn du mich fragst, dann war die Sache mit den Waffen nur ein Vorwand. Rosch wollte Baromir einfach nur mundtot machen, damit niemand mehr seine Herrschaft kritisieren kann. Tja, das hat er wohl erreicht. Es wagt ja niemand mehr, den Mund aufzumachen. Nicht ganz. Einen hat er noch nicht klein bekommen. So? Wen denn? Mich. Wie, dich? Ja, mich. Und eins sage ich dir. Eines Tages werde ich Rosch herausfordern. Du machst Witze. Von wegen, du wirst schon sehen. Lieber nicht. Dieser Rosch ist paar Nummern zu groß für dich. Na, wenn schon. Ich habe keine Angst vor diesem Kerl. Naja, hey, wie sieht's aus? Das ist... Hey, wie sieht's aus? Gut, kann ich klagen. Okay, das ganz Normale. Ja, das war jetzt noch so eine Nebengeschichte. Vigo, hey, dem haben wir ja überredet, Rosch die Waffen zu schmieden. Dem Rosch, nee, dem Baromir. Everaldo? Okay, nichts Besonderes. Wir machen uns auf den Weg. Nochmal zu dem Jäger. Und ihn mal eben hier aus dem Schlaf holen. Ach nee, er sitzt wieder in der Ecke. Hey. Schmollt vor sich hin. Er schwebt da rum. Okay, zeig mir Umgang mit dem Bogen. Zeig mir, wie man jagt. Okay, mehr gibt's dann nicht. Was habe ich denn für Talente? 10 Lernpunkte habe ich noch. Die will ich aber für Stärke noch aufheben. Okay. Dann geht's rüber zu den Korsaren. Aber das werde ich raffen und vorher mich umziehen. Jawoll. Nicht stehen bleiben. Rüber zum Schiff. Ach, kann ich eigentlich was braten? Jetzt, wo ich hier die Pfanne sehe. 5 Fleischstücke. Na gut. Geht ja. Verdammt. Mal gucken, wo sich Bjorn aufhält. Ob er wieder oben ist. Oder unten. Ah, da oben ist er. Steuermann Bjorn. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Gar nichts. Okay. Ich hab doch das Geld. Ich muss ihn jetzt Bescheid sagen. Ja, hier. Korsarenoffizier. Da hast du das Gold. 6 Säcke geben. Da hast du das Gold. 3000. Bist du jetzt zufrieden? Ja, sehr gut. Du bist ein ganz brauchbarer Bursche. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Geh nun zu Bjorn. Ich werde inzwischen das Gold zählen. Sollten es aber nicht 3000 Münzen sein, dann wirst du mich kennenlernen. Kannst dich drauf verlassen, dass er schon 3000 sind. Ich hätte Informationen über Rosch. So, berichte. Er sucht einen Zauber? Ach, nicht so wichtig. Ich nehme mal das obere. Er sucht einen Zauber. Irgendeinen besonders starken. In der Kapelle. Verdammt, das musst du sofort Bjorn berichten. Aha. Na, dann haben wir jetzt wohl 2 Optionen für Bjorn. So, mach mal deinen Mund auf, Bjorn. Ich hab was zu sagen. Nochmal, ich würde gerne ein Korsar werden. Nochmal, ich würde gerne ein Korsar werden. So, so. Hat dich dann auch mein Offizier geschickt? Ja, ich soll dir sagen, dass er zufrieden mit mir ist. Schön, wir können tüchtige Leute gut gebrauchen. Ich kann also anheuern. Kommt darauf an. Wärst du auch bereit, gegen die Söldner zu kämpfen? Warum nicht? Ich habe sogar eine wertvolle Information für dich. So? Was denn für eine? Es geht um Rosch. Der hat ziemlich was vor. Es geht um Rosch. Um Rosch? Die Söldnerratte? Dann warst du im Dorf. Sehr gut. Also los, was weißt du? Spuck schon endlich hier aus. Rosch will anscheinend einen großen Zauber hier auf der Insel finden. Habe ich zumindest im Dorf gehört. Was? Verdammt, das muss Zion unbedingt erfahren, sonst... Zion? Wer ist das? Zion ist einer der Schwarzmagier, die... Aber halt, das musst du nicht wissen. Nur so viel. Wir haben von unserem Captain Mendoza den Auftrag bekommen, Zion zu beschützen. Da es auf dieser verfluchten Insel, wo nicht viele Zauber geben wird,
wird Trosch wahrscheinlich hinter demselben her sein wie der Magier. Verstehe. Was ist das denn für ein Zauber? Keine Ahnung, irgend so ein Zauber eben. Zion wird ganz schön sauer werden, wenn er davon erfährt. Davor hat er alles geheim zu halten. Ich möchte jetzt nicht der Unglücksrabe sein, der ihm diese Nachricht bringt, denn... das kann ja auch ein anderer machen. Du bist angeheuert. Und ich habe schon gleich den ersten Befehl für dich. Aha. War ja klar. Was soll ich tun? Unser Magier hat nach einem Aquamarin verlangt. Und einer unserer Männer konnte glücklicherweise hier einen auf der Insel finden. Nimm ihn jetzt und bring ihn sofort zu Zion. Dabei kannst du ihm gleich erzählen, was Rosch vorhat. Wie? Habt ihr ihm das noch gar nicht mitgeteilt? Nein. Würde vergessen. Darum wird es jetzt höchste Zeit, also beeil dich. Kann auch mal anders reden, der Sprecher. Finde ich gut. Aber wo finde ich denn diesen Zion? Wo finde ich Zion? Wo schon? Natürlich in der Kapelle. Und wie komme ich da rein? Rede mit seiner Leibwache Gregor. Er wird dich dann zu Zion lassen. Aha. Irgendwas? Was ist denn jetzt passiert? Wieso ein Dit? Ich hab nur den Kajo gesehen. Naja, wahrscheinlich ist er zu weit entfernt. Supergeil. Gucken, geht das jetzt? Jetzt geht's. Sonst fliege ich wieder auf der Fresse. Dann wollen wir mal hoch zur Kapelle. Möglich ist alles. Das ist ja ein Ding. Kajo, Zion. Und so weiter und so. Oh, shit! Mann, ich habe nicht abgespeichert. Ja, sowas kann auch passieren, liebe Leute. Erstmal ein bisschen was mampfen. Ah, das soll erstmal reichen. Ja, aber vielleicht finden wir hier was. Vielleicht will der Zufall es, dass ich hier was finde. Ja, natürlich. Ein Gletscherquarz. Und ungeschliffener Amethyst. Also war der Sturz doch nicht so schlimm. Das war ein Wink des Schicksals. Ich habe da noch was gefunden, dachte ich. Hier, da ist er, Gletscherquarz. Na, Gletscherquarz aufgehoben. Hier ist noch ein Gletscherquarz. Jawohl. Ach ja. Coole Sache, das. Sonst noch was? Sieht nicht aus. Sodele. Große Frage, wie komme ich hier raus? Leute, ich muss, glaube ich, den Marvin anschalten. Tue ich äußerst ungerne. Aber so wie das aussieht, kann ich es leider nicht ändern. Ich komme hier nicht raus. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob es hier einen Weg raus gibt. Unten ist nichts. Hier an den Felsen kann ich nicht hoch. I'm so fucking sorry now. Leute, nee. Ach ja, wie soll man das auch wissen, dass man hier nicht rauskommt? Echt. Sorry, das muss ich echt mal machen. Okay, ich habe meine arme Sträflingskleidung an. Emilio, gibt's noch hey, was? Du. Nee, okay. Dann wollen wir mal zu Gregor. Bjorn schickt mich. So? Ich kenne dich ja gar nicht. Bjorn hat mich in eure Mannschaft aufgenommen. Kannst ihn ja fragen, wenn du mir nicht glaubst. Nee, keine Lust extra wegen sowas zum Schiff zu laufen. Wird wohl stimmen, was du sagst. Was willst du? Ich soll zu Zion. Kannst du mich in die Kapelle teleportieren? Aha. Ja, wenn es unbedingt sein muss. Verdammt, warum musste Bjorn ausgerechnet mir diesen blöden Job geben? Oh. Utsch. Der hat mich jetzt einfach mal so reinkatapultiert. Teleportiert. Und zwar hinter die Türe. Dann wollen wir mal gucken. Gibt's hier was zu holen? Allererstes mal gucken. Oh, hier liegt denn da?
Oh ne, das scheint wahrscheinlich irgendwie so eine Statue zu sein. Eine Ritterstatue, genau richtig. So, Zyon. Life of Zion. Oh, wie sieht der denn aus? Er sieht ja aus wie so ein grässlicher Typ. Ich grüße euch, Meister Zyon. Ich habe ein Aquamarin für euch. Sehr gut. Gib her und entferne dich. Moment, bleib stehen. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Bin neu. Björn hat mich in seine Mannschaft aufgenommen. So? Na, von mir aus. Begib dich zu Kayo und frag ihn, wie man ein Aquamarin aufladen kann. Ich halte ihn hinter der Kapelle gefangen. Aber... Kein Aber. Entferne dich. Rede mit Gregor, falls du wieder hier rein willst. Ich muss jetzt erstmal dieses verdammte Buch finden. Was denn für ein Buch? Ach hier, kann der mir was beibringen? Sagt mal, Meister Zyon, könnte ich bei euch vielleicht etwas Magie lernen? Ich brauche nur zwei Punkte. Du willst Magie lernen? Du? Ein Korsar? Wieso denn das? Ich bin ein Anhänger Belias und wollte schon immer seine magischen Künste lernen, aber... Ja, ja. Aber was? Aber ich habe bisher noch nie so einen großen Magier wie euch gefunden, Meister Zyon. Vielleicht könnte ich einen Schüler gebrauchen. Allerdings werde ich nicht lange auf dieser Insel bleiben und mitnehmen kann ich dich auch nicht. Aber na schön. Da du ganz richtig erkannt hast, dass vor dir einer der größten Magier Belias steht, will ich mal gnädig sein und dir einige Zauber der ersten beiden Magiekreise beibringen. Ich danke euch, großer Meister. Schon gut. Wenn du willst, können wir sogleich mit dem Unterricht beginnen. Leere Blätter für Spruchrollen kann ich dir aber nicht geben. Die musst du dir woanders besorgen. Na, die habe ich ja genug. Wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Ich muss mich konzentrieren, du Narr. Aber du bist ja in meinem Auftrag unterwegs, also... Viraris Arkantas. Was? Jetzt... Oh. Jetzt bin ich wieder draußen. Shit. Geh ich jetzt mal wieder rein. Ich soll zu Zyon. Kannst du mich... Ja, ja. Wenn es um... Bisschen mehr Effekt hätte ich schon erwartet. Aber was geht? Ach, hier gibt es ja noch eine Buchkommode. Nee, das ist... Naja, okay, es gibt was. Verstehe. Ah, verstehe. Wie viel altes Magiewissen haben wir denn? Man nennt mich jetzt Magier. 108 Punkte, das ist doch schön. Da muss ich mal gucken. So, wie viel Magie haben wir denn? Magiewissen 108, dann reicht das ja auch aus. Brauche ich nichts kaufen. Aber trotzdem, unterweise mich, Spruchrollen erschaffen. Lehre mich den ersten Kreis der Magie. Ich will meine magische Kraft steigern. Okay, mal gucken, was sagt er denn dazu? Lehre mich den ersten Kreis der Magie. Der erste Kreis erlaubt es dir, Spruchrollen, die du erschaffen hast, anzuwenden. Du kannst jetzt die Formel der Zaubersprüche lernen, um deine eigenen Spruchrollen herzustellen. Ah, ja. Schön. Spruchrollen erschaffen, was sagt er denn? Unterweise mich. Was gibt es denn? Blitz, leichte Wunden heilen, Goblin-Skelett erschaffen, ist... Oh, naja. Magie-Mensch war ich schon mal gar nicht. Lehre mich den zweiten Kreis der Magie. Moment mal, hat das eigentlich Lernpunkte gekostet oder so? Fünf! Shit! Das wusste ich jetzt nicht. Stand ja auch nichts da dran. Naja, okay. Dann, hey. Will ich wieder raus. Wie komme ich hier wieder raus? Ich muss mich Aber ja. Du bist ja in meinem Auge. Viraris Arkantas. Arkantas. Viraris Arkantas. Ein dummer Spruch. Viraris Arkantas. Was heißt das? Das ist irgendwie sowas wie ein Spruch von Excalibur. Ach, hier kann man sich sogar... Da ist was. Mittlerer Lederbeutel. Ein Dolch. Ein edles Schwertchen. Noch ein Dolch. Na, hier verstecken sich aber schöne Waffen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier ein paar Sachen öffnen können. Ein Lederbeutel voller Münzen. 50 Goldinger.
Ja, okay. Bis hierhin. Was ist zu tun? Wir müssen ja zu dem Kaio. Genau, richtig. Zu dem Kaio. Und der Kaio war ja, wo war der denn? Wo war denn der? Der war in der Höhle, ne? Ja, genau, da wo so komisch leuchtet. Aber hier oben drauf war ich noch gar nicht. Ups. Leiterchen kletter. War bestimmt eine gute Aussicht und ich höre schon die Mole Rats labern. Oh, das sind gar nicht mal so unwenig. Wesentlich unwenige. Na? Okay, dich haben wir. Okay. Ja, nicht beide. Nicht unbedingt beide. Sodele. Bisschen was eliminiert. Bisschen was trinken. Und weiter gucken. Was ist, hängt denn hier am Baum? Ein Dolch? Jetzt müsste der Zettel runterfallen. Aber okay, er klebt noch um den Baumharz dran. Die Notiz von Emilio, die wir jetzt auch mal sofort lesen werden. Gucken wir mal. Stopp. Notiz von Emilio, da ist er. Hallo? Hey Emilio, verwende nur 10 Tropfen von dem Schutzmittel, da das sonst fatale Folgen hat. Kontrolliere das Feld dann einmal täglich, ob es auch alles passt. Melvin. Aha. Was gab es da jetzt für eine gefundener Zettel? Ich habe einen Zettel gefunden, der für einen gewissen Emilio bestimmt ist. Ihr solltet diesen erstmal behalten und meine Mission im Auge behalten. Aha. Vielleicht lerne ich diesen Emilio noch kennen und könnte ihm zu gegebener Zeit den Zettel geben. Emilio kennen wir doch schon. Aber schauen wir mal, was wir hier alles noch haben. Hey, schwebende Waldbeere. Ja, okay, die hängt da ja drin in dem Tannengezücht. Was haben wir denn hier noch? Ein Baumstamm. Ja, da habe ich ja jede Menge Pfeilmaterial, um Pfeile herzustellen. So, hier ist eine Feldrübe. Noch eine Feldrübe. Das sieht aus wie so ein kleiner Garten hier, ne? Blaufliedergarten. Auch schön. Wahrscheinlich sind dafür die Tropfen oder sowas. Da ganz besondere Blauflieder zu machen. Spezielle Züchtung oder so. So, wir gehen wieder runter. Zu Gaius Kaio. Gaius. Nee, zu dem Zauberer, der eingesperrt ist. Wie kriegen wir denn den... Ups, die Daisy, was war denn jetzt? Das war aber komisch. Ach, vielleicht sollte ich doch mal hier... Was? Rogan. Bei Inos, ein Geist. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin kein Geschöpf Lilias. Was bist du dann? Vor kurzem noch war ich ein einfacher Vize. Mein Name war Rogan. Ich diente dem Magier Kaio, der nun ein Gefangener der Korsaren ist. Kaio? Ich muss zu ihm und... Die Korsaren haben mich einfach abgestochen. Dabei hatte ich ihnen doch überhaupt nichts getan. Aber ich hatte anscheinend zu viel erfahren und musste wohl sterben, weil ihnen Zion den Auftrag dazu gegeben hat. Nun muss ich auf Erde wandeln, als Strafe dafür, was ich getan habe. Aber ich bereue es, Inos. Ich bereue es. Hörst du? Wie lange noch soll ich zu dir flehen? Wieso? Was hast du denn getan? Inos sei Dank. Ich werde schwächer. Inos scheint mich endlich zu erhören. Dann sag mir schnell noch, was du weißt, bevor es zu spät ist. Gut. Höre. Ich war feige. Ich war
Zions Diener und habe ihm alles verraten. Das Buch. Ich versinke. Er hat es. Inos, ich komme. Was für ein Buch? Rede doch, schnell! Vernichte Zion, bevor er zu der Gruft her. Oh! Jetzt ist er weg. Ach, da hätte ich mir so einen Effekt gewünscht. Wie bei den Geistern in der Velaya-Mod. Ach, hier gibt's noch ein paar Sachen. Laborwasserflasche. Was war denn das, ey? Okay. Mehr Informationen über den Geist gibt es leider nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe mich heute eben erschrocken. Hier gibt's noch was, glaube ich, ne? Ne, das ist nur Textur. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, auf zu Kayo. Sag was. Grüße euch, Magier. Ich grüße euch, Magier. Verschwinde, solange du noch kannst. Dieser Ort ist wahrhaft von Innos verlassen. Seid ihr der Magier Kayo? Ich komme im Auftrag von Zion. Gut, dann tu es schnell. Na los, stich zu. Was? Nein, was denkst du? Hör mir zu. Ich werde dich retten. Du, mich? Warum solltest du? Ich bin in Wirklichkeit ein Diener Innos und arbeite nur mit Zion und den Korsaren zusammen, um etwas über ihre Pläne in Erfahrung zu bringen. Innos sei Dank. Es gibt doch noch gute Menschen. Aber was willst du jetzt tun? Ja, so ein Tu, ich muss zu Roche. Ich habe deinen Novizen Rogan gefunden. Ja, den werden wir erstmal darauf ansprechen. Ich habe deinen Novizen Rogan gefunden. Endlich! Wo ist er? Geht es ihm gut? Tut mir leid, er wurde getötet. Aber es erschien mir noch sein Geist vor dieser Höhle. Jetzt aber ist er verschwunden. Ach, bei Innos. Hätten mich diese verdammten Korsaren nicht in Ketten gelegt, dann hätte ich dem armen Rogan helfen können. Aber trotzdem danke ich dir. Endlich weiß ich, was mit ihm geschehen ist. Hier, nimm diese Heiltränke. Ich nehme an, dass du sie noch gut gebrauchen kannst. Ja, klar. Aber ich muss zu Roche. Bevor ich dir helfen kann, muss ich zunächst wieder zu Roche. Denn er hat wichtige Informationen für mich. Doch erst wenn ich genug über Zion und die Korsaren herausfinde, werde ich zu ihm vorgelassen. Wenn das so ist, dann kann ich dir und damit auch mir helfen. Wie meinst du das? Also, pass gut auf. Zion weiß, dass er mich durch seine Macht an diesen Ort binden kann. Allerdings nur so lange, wie er in der Kapelle ist. Aha. Oft hat er mich zu ihm bringen lassen, denn er wollte vieles über Beschwörungen erfahren. Nichts habe ich ihm gesagt, doch vieles brachte ich in Erfahrung. Wenn ich dir alles erzähle, was ich erfahren habe, wirst du bestimmt zu Roche vorgelassen. Klingt gut. Und wo ist der Haken? Zion muss sterben. Doch ohne meine Hilfe wirst du das nicht schaffen. Ich schätze mal, dass dieses Gitter dich nicht alleine hier festhält, richtig? Ja, es ist diese magische Aura, die mich meiner Kräfte beraubt und mich hier fesselt. Wenn du mich aber befreist, kann ich dir helfen. Geh zu Zions Wachen und lass dich zu ihm bringen. Bei ihm angekommen, sprichst du dann folgende Wörter. Inotar Arunes Kartan. Das ist alles? So besiegt man einen Schwarzmagier? Natürlich nicht, aber das wird seine Macht schwächen, da die Kapelle dann wieder von Belias Einfluss befreit sein wird. Ich kann mich dann befreien und seine Leibwachen überwältigen. Danach teleportiere ich mich zu dir und helfe dir im Kampf. Gut, ich habe aber da noch eine Frage. Sprich, was willst du wissen? Warum sind Zion und seine Korsaren nach Adamos gekommen? Die Korsaren sind unwichtig. Sie wollen lediglich Beute machen. Zion aber hat hier nach einem alten Buch gesucht. Nach einem Buch? Ist das alles? Nicht ganz. Dieses Buch beinhaltet nämlich mehrere Schutzzauber, die man an verfluchten Orten aussprechen muss, um diese betreten zu können. An verfluchten Orten? So will Zion wohl solch einen aufsuchen. Ja, aber es kann nicht hier sein, da es keinen solchen Ort hier auf der Insel gibt. Doch leider konnte ich nicht mehr herausfinden. Aus seinen Bemerkungen konnte ich lediglich darauf schließen, dass sich die Welt in einer großen Gefahr befinden wird, wenn es ihm gelingen wird, diesen Ort aufzusuchen. Gut, dann sollten wir ihn so bald wie möglich daran hindern. Wo ist das Buch? In der Kapelle.
Wenn wir uns nicht beeilen, wird er es finden, da es nicht verborgen ist, sondern in meinem Bücherschrank steht. Als er mich nach dem Buch fragte, konnte ich ihm zwar weismachen, dass ich es versteckt habe. Doch wie lange wird er sich wohl noch täuschen lassen? Er wird die Geister Belias rufen, die ihm den Weg zum Buch zeigen werden. Dann sollten wir jetzt keine Zeit mehr verlieren. Ja, das finde ich nämlich auch. Nochmal ein Kompliment an den Sprecher, der eine wirklich gute Stimme hat. Jetzt gehen wir wieder rüber. hier sind so viele Nachtschatten, nein. So viele Haken hier als Textur. Ja, das ist nur Textur. Ich denke irgendwie immer, da wäre irgendwie noch ein Schalter versteckt oder so. Aber glauben wir mal, dass es nur eine reine Textur ist. Also das ist ja richtig jetzt spannend. Jetzt wird es echt spannend, liebe Leute. Und bevor ich da reingehe und mich mit Gregor unterhalte, mache ich lieber mal einen kleinen Speicher. Und sage hiermit Tschüss und bedanke mich für euren Daumen oder einen Kommentar. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.